Wir begrüßen alle ganz herzlich zur Radiosendung des Missionswerks Evangelische Missionsgemeinden in Deutschland. Das Thema der heutigen Sendung lautet Jesus, unser Vorbild in Geduld. Darüber spricht Waldemar Seiler. Jesus, unser Vorbild in Geduld. Liebe Zuhörer, heute lesen wir den Textabschnitt aus Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Bis hierher das Wort Gottes. Sicherlich kennen Sie folgende Situation. Die Familie sitzt am Essenstisch. Eines der Kinder mit 6, 7 oder auch 8 Jahren hat Geburtstag. Dann beginnt